Gesundheitssprechstunde, präsentiert von Dr. Jeanne Fürst. Guten Abend, mein Name. Schön, dass Sie wieder da sind bei uns in der Gesundheitssprechstunde. Können Sie sich vorstellen, wie es sein muss, wenn man langsam blind wird? Ursache für Blindheit ist häufig ein Problem an der Hornhaut. Die Hornhaut ist die äußerste Schicht vom Auge, so quasi das Fenster zu der Außenwelt. Wenn die Hornhaut trieb wird, dann sieht man nicht mehr so gut. Und das kann so schlimm werden, dass man gar nichts mehr sieht. Das kann passieren bei Stoffwechselproblemen, bei älteren Leuten oder es kann ein vererbtes Problem sein bei Jüngeren. Claudia Benninger hat das erlebt. Und sie wäre blind geworden, hat man ihr nicht eine Hornhaut von einem Verstorbenen transplantiert. Claudia Benninger ging den Gang ins Ungewisse. Am 14. November 2008 ließ sie sich auf eine Hornhauttransplantation ein. In den 4 Jahren davor verschwamm ihr Blick. Ja, ich merke, das Bild ist immer matt und trüb, trotz beiden Linsen. Ja, das hat meiner Augenärztin gesagt, sie hat geschaut und gemerkt, dass ich eigentlich auch durch das, dass ich die Sachen nicht mehr lesen konnte, jetzt auch im Alltag Bilderbücher, es ist mir wirklich schwer gefallen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ich hatte viel Kopfweh. Diagnose Keratokonus, ein genetischer Defekt, angeboren. Ihre rechte Hornhaut war viel zu weich und auch mit einer Linse waren ihre Bilder nicht mehr zu retten. Bei ihr hatten wir an dem Auge ein Stadium erreicht, wo sie mit einer optimierten, formstabilen Kontaktlinse einfach über Fingerzählen und Handbewegungen als beste Sehschärfe nicht mehr hinausgekommen ist. Also die Operation startet damit, dass das Auge geöffnet wird mit einem Lidsperrer. Man macht einen kleinen Arbeitszugang, um ein zähflüssiges Gel in die Vorderkammer zu geben, die dann das Auge, speziell die Vorderkammer, stabilisiert. Und dann markiere ich die Oberfläche, um genau festzustellen, wo das Zentrum ist, damit wir die Hornhaut auch genau zentrisch einlegen können. Dann wird ein Rundmesser aufgesetzt, das über ein System, über ein kleines Vakuum festgehalten wird. Und durch Drehbewegungen schneide ich dann die Hornhaut aus, bis zu dem Punkt, wo man die Vorderkammer eröffnet und dann schwallartig Flüssigkeit austritt. Obwohl Claudia Benninger am Auge operiert wurde, sieht sie diese Bilder zum ersten Mal. Und dann kommt die neue Hornhaut. Da gebe ich noch so ein bisschen Gel als Schutz auf die Rückfläche der Hornhaut und lege sie dann genau in diesen Defekt ein. Die ist in dem Fall ein bisschen größer vom Durchmesser ausgeschnitten, damit sie auch schön und spannungsfrei eingelegt werden kann. Dann fixiert man diese Hornhaut erstmal mit vorläufigen Nähten, genau an den Stellen, wo wir vorher markiert haben. Die Hornhaut wird dann endgültig genäht mit 2 fortlaufenden Fäden, die in so eine Art Kreuzstichtechnik gelegt werden. Man muss dann am Ende die Fadenspannung justieren, damit die Spannung auch über die gesamte Zirkumferenz verteilt ist. Dann ist die Operation beendet. Ich habe dann den Lidsperre entfernt. Sie haben einen Verband auf das Auge bekommen und sind dann wieder schön aus der Narkose aufgewacht. Guten Morgen, guten Morgen. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Nach 10 Wochen Pause kann Claudia Benninger wieder ihr Auge auf die Kleinen werfen. Also das Bild ist so ist klar jetzt, was vorher nicht war. Vorher war es trüb und ja, die Leute nicht einmal mehr erkennen auf der Straße, die ich kennt habe. Also von weitem habe ich die nicht mehr kennt. Was jetzt wieder ist. Aber das Auge erholt sich langsam. Erst in einem Jahr ist der Blick wieder geschärft. Frau Benninger, als Sie das Auge zuerst mal wieder aufgemacht haben, wie war das? Was haben Sie da gesehen? Ich habe so einen leicht gelblichen Schimmer gesehen. Und wir haben so kleine Tests gemacht, wie viele Finger das ich sehe. Und es war echt recht gut. Hat es nach der Operation wehgetan? Nein, gar nicht. Ich war recht erstaunt, dass es keine Schmerzen hatte. Und jetzt haben Sie eigentlich eine Hornhaut von jemandem, der schon gestorben ist. Das heisst, irgendjemand hat schon die Welt einmal gesehen durch die gleiche Hornhaut. Was ist denn das für ein Gefühl? Am Anfang hatte ich wirklich ein bisschen mummeliges Gefühl. Ich hatte zum Glück meine Familie und Freunde, die mir zur Seite gestanden sind. Und jemand hat mir nachher den Tipp gegeben, oder das Wort gegeben, ich soll sein Geschenk anschauen. Und mir das mit auf den Weg geben. Und das hat mir echt weitergeholfen.
Bei uns ist auch Frau Dr. Helga Reinshagen, Augenärztin von der Ballas-Klinik in Olten. Bei der Frau Benninger war es ein genetisches Problem, aber man kann so ein Problem an der Hornhaut auch kriegen nach dem grauen Star. Wie häufig kommt denn das vor? Da haben Sie recht. Das ist Gott sei Dank sehr selten nach der Operation des grauen Stars. Häufig kann es aber auftreten bei älteren Patienten, die ganz bestimmte Stoffwechselerkrankungen an der Hornhaut haben. Und wie sicher ist denn die Operation und auch wie erfolgreich? Die Operation ist im Großen und Ganzen sehr erfolgreich. Wir können in etwa 90% der Patienten mit einem sehr guten Sehvermögen hinterher und einem langen, klaren Transplantatüberleben rechnen. Wenn Sie ganz persönliche Fragen haben zur Hornhauttransplantation, dann stellen Sie die auf www.gesundheitssprechstunde.ch. Frau Benninger, sind Sie irgendwie eingeschränkt jetzt? Jetzt nicht, nein, gar nicht. Müssen Sie auch keine Brille tragen? Nein, das noch nicht, weil ich habe jetzt noch Pferde drin und das trage ich noch keine Brille und keine Linse. Wie lange haben Sie müssen warten, bis Sie haben können operiert werden? Also wie lange haben Sie müssen warten auf eine Hornhaut? Also ich habe Bescheid im Mai bekommen, dass ich eine Operation durchführen werde. Und im Oktober habe ich definitiv Bescheid bekommen, dass es am 14. November stattfindet. Das ist eigentlich noch recht rasch. Wie ist das eigentlich mit der Abstoßung? Das Abstoßungsrisiko ist gerade bei ihr relativ gering. Bewegt sich etwa zwischen 5% und 10%. In ihrem Fall muss sie auch keine Medikamente einnehmen langfristig. Und es reichen Tröpfchen, kortisonhaltig, die sie mindestens 6 Monate nehmen sollte. Aber gibt es auch Leute, die das ins ganze Leben nehmen? Manche müssen das ein ganzes Leben nehmen. Das hängt von der Grunderkrankung ab, wann man operiert. Und bei dieser Operation ist ganz wichtig die Nachkontrolle. Und bei dieser Nachkontrolle sind wir dabei gewesen. Gut, dann öffnen Sie das Auge bitte einmal. Am Endothelspiegelmikroskop untersucht Frau Dr. Reinshagen die transplantierte Augenhornhaut. Die neuartige Aufnahmetechnik benötigt keinerlei Sonden, die über ein Kontaktgel mit der Augenoberfläche in Berührung gebracht werden müssen. Der Computer ermittelt automatisch Zelldichte, Zellmorphologie und Histogramm. Problembereiche können bei Bedarf korrigiert werden. Frau Reinshagen, was sieht man denn da? Was schauen Sie genau? Also wir sehen hier das Bild der Innenfläche der Hornhaut, hier das gesamte Foto. Die Innenfläche ist deshalb wichtig, weil diese Zellen die Hornhaut überhaupt klar halten. Das ist das Bild von Frau Claudia Benninger. Sie sehen hier die kleinen Zellen, schön eng, dicht gepackt, mit einer wunderbaren Zelldichte, gleich groß. Ein exzellentes Bild. Im Vergleich daneben ein Endothel, also eine Innenzellschicht von einem Patienten, der schon eine ältere Hornhaut hat. Und hier sind die Zellen schon gealtert, sind sehr groß geworden, teilweise klein geblieben, verlieren fast den Halt untereinander. Hier ist zum Beispiel eine Lücke. Und das ist ein Transplantat, was demnächst trüb wird und der Patient kann dann nichts mehr sehen. Und so eine Hornhaut hebt etwa 15 Jahre. Was passiert nachher? Dann trübt die Hornhaut eben ein, aber man kann glücklicherweise noch öfter transplantieren, eigentlich beliebig oft, aber es steigt mit jeder Operation das Abstoßungsrisiko. Gibt es eigentlich auch eine Gefahr für Infektionen? Es gibt nur bei der Operation an sich ein Infektionsrisiko, wenn das Auge einfach für ein paar Minuten offen ist. Aber später ist das Infektionsrisiko gleich null und mit der Hornhaut können wir auch keine Infektionen übertragen. Und Sie haben eine Bank, nicht eine Geldbank, sondern eine Hornhautbank. Wir haben hier ein Bild. Wie lange hält so eine Hornhaut? Ja, hier sehen Sie die Hornhäutchen, kleine feine Scheiben hier drin, die in einem Kulturgefäß stecken, im Brutschrank. In dieser Umgebungstemperatur mit diesem Kulturmedium können wir die Hornhäute bis zu 4 Wochen halten, am Leben erhalten, besser gesagt. Haben Sie denn genug Spender? Leider nein. Wir haben einen erheblichen Spenderbedarf. Wir haben lange Wartelisten und könnten eigentlich 3-mal so viel transplantieren, wie wir es gegenwärtig tun. Die Schweizer tun nicht so gerne Organspenden. Wieder mal ein Aufruhr dafür. Frau Benninger hat vor der Operation, glaube ich, nur noch können zählen, wie viele Finger an einer Hand sind. Gar nicht mehr. Jetzt wollen wir aber wissen, wie es jetzt aussieht. Und wir möchten mit Ihnen, Frau Benninger, einen Sehtest machen. Sind Sie bereit? Da haben wir jetzt eine Sehprobentafel. Und Frau Benninger ist jetzt so gut und hält sich mal das linke Auge zu. Und ich bitte Sie mal, die erste Zeile zu lesen. F, D, B,
E, V. Und die nächste Zeile? N, B, R, U, K. Und diese Zeile? Habe ich gerade nicht. Das ist aber schon sehr gut. Sie kommt jetzt mittlerweile wieder auf ca. 30% Sehschärfe, weil sie vorher, wie gerade schon angedeutet, nur Finger zählen konnte. Handbewegungen ist das schon ein erheblicher Fortschritt in 2 Monaten. Und wird das immer besser? Es ist zu erwarten, dass wir irgendwann bei 100% ankommen. Irgendwann heißt nach 1 Jahr, 1,5 Jahren etwa. Und wie wir vom Fortschritt profitieren, das merkt man eigentlich erst dann, wenn man schaut, wie früher noch operiert worden ist. 1905 führte Eduard Zirm die erste erfolgreiche Hornhauttransplantation durch. Nach einem Ätzkalkunfall wurde dem erblindeten Taglöhner Alois Gloger die Hornhaut eines verunglückten 11-jährigen Jungen eingepflanzt. Zur gleichen Zeit wurde ein riesiger Elektromagnet von Professor Otto Haab in Zürich entwickelt, um Metallsplitter aus den Augen zu ziehen. Die Krankheiten des menschlichen Auges im Laufe der Zeit waren so vielfältig wie deren Behandlungsmethoden. Ein steter Kampf ums Augenlicht. Im 16. Jahrhundert wird gegen das Fließen der Augen mittels einer glühenden Nadel eine Seidenschnur durch eine Hautfalte gezogen, um die Augensäfte abzuleiten. Neben vielen skurrilen Versuchen blieb die Operation des grauen Stars über Jahrhunderte die erfolgreiche Operation. Die trübe Linse wurde dabei mit einer Nadel runtergedrückt und der Patient konnte wieder sehen, aber oft nur für kurze Zeit, denn Entzündungen raubten ihm das letzte Licht. Im Mittelalter operierten Barbiere oder herumziehende Quacksalber und Scharlatane. Wer ein Skalpell hatte, der setzte es ein und schaute, dass er fortkam, bevor Entzündungen und Wundbrand zuschlugen. Dr. Eisenbart zog mit seinem 200 Leute starken Medizinzirkus durch die Landen und neben allerlei Wunder verhalf er dem einen oder anderen sicherlich auch zu einem dieser unverwüstlichen Glasaugen. Frau Reinsagen, wie ist das eigentlich? Könnte man sich auch vorstellen, dass man ganze Augen einmal transplantieren kann? Oh, das ist sicherlich eins der Wunschträume der Menschheit, aber ich denke, das werden wir nie schaffen können. Das Auge ist ein Teil des Gehirns, ist ein hochkomplexes Sinnesorgan, wo viele verschiedenartige Zellen zusammenarbeiten müssen. Und das, denke ich, wird immer ein Wunschtraum bleiben. Wo geht es denn an in der Forschung? Was die Hornhaut jetzt angeht, um im Thema zu bleiben, ist man dabei, Hornhäute im Reagenzglas zusammenzusetzen. Auch da ist es schon schwierig, die 3 verschiedenen Zellschichten in einen ordentlichen, funktionierenden Verband zu bringen. Man versucht andererseits auch ganz weg vom menschlichen oder lebendigen Gewebe zu kommen und künstliche Hornhäute zu entwickeln. Das versucht man auch schon seit über 100 Jahren und ist mittlerweile mit neuen Techniken bei feinen Kunststoffen angekommen. Aber das ist momentan noch experimentell und bleibt in ganz, ganz schweren Fällen vorbehalten, wo man es vielleicht mal ausprobiert. Frau Benninger hat einen genetischen Defekt. Haben Sie Kinder? Nein, aber ich arbeite mit Kindern. Also ich arbeite, vielleicht haben Sie mal Kinder. Haben denn Kinder quasi auch, können das gleiche Problem wieder haben? Es ist so, dass der Keratokonus sich jetzt nicht in direkter Linie vererbt. In der Regel sind es einfach genetische Veränderungen im Hornhautgewebe, die einfach spontan entstehen. Das ist nicht gesagt. Genau. Es gibt etwas ganz Wahnsinniges, nämlich ein Chip, der soll Blinde wieder zum Sehen bringen. Wie müssen wir das verstehen? Auch das hört sich im ersten Blick ganz toll an, aber da muss ich gleich bremsen. Der Netzhautchip ist momentan in der experimentellen Erprobung. Wir haben da noch ein Bild dazu. Und man sieht jetzt eine Grafik, auf der vor der Netzhaut hinten so ein kleines Implantat eingebracht ist. Es gibt verschiedene Ansätze. Man kann diesen Chip vor die Netzhaut bauen, dann zwischen Netzhaut und dieser weißen Lederhautschicht oder sogar außen drauf bauen. Es ist allerdings so, dass dieser Chip nur ein grobes orientierendes Sehen ermöglicht. Das heißt hell-dunkel, grobe Konturen und Umrisse und mehr nicht. Das bleibt also nur
wirklich erblindeten Patienten mit ganz bestimmten Netzhauterkrankungen vorbehalten. Sehen wir so bei den News, sind etwas ganz Häufiges ist der graue Star, Operationen, Linse. Was gibt es dort für Neuheiten? Da gibt es mittlerweile schon verschiedene Kunstlinsentypen, die man einbauen kann. Interessant sind die sogenannten bifokalen oder multifokalen Linsen. Linsen, bei denen man hinterher keine Brille braucht, weil man sowohl in die Ferne wie auch in die Nähe scharf sehen kann. Da gibt es jetzt immer weitere Entwicklungen mit feineren Abstufungen. Und man bastelt derzeit, man muss es wirklich nennen, bastelt an einer Linse, die auch diesen Einstellvorgang der eigenen Augenlinse nachahmen kann. Nur da steckt man noch sehr am Anfang. Aber es passiert viel und das ist wirklich spannend. Und übrigens noch viele neue News, Informationen zum reparierten Auge finden Sie in unserem neuen Magazin. Frau Benninger, ich habe es schön gefunden, dass Sie bei uns gewesen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch Ihnen, Frau Reinshagen. Dankeschön vielmals. Mehr Informationen zur Sendung in unserem Magazin Gesundheit Sprechstunde.